Hallo zu einem weiteren Hardware-Lux-Video. Heute geht es nochmal um den Lux-Kompensator 21. Da fehlt nämlich noch ein Video um den Storage-Bereich. Das möchte ich euch heute sozusagen nachliefern. Endlich sind die KC3000 von Kingston auch verfügbar. Die wurden ja im Dezember vorgestellt und die wollen wir heute einbauen in die Hyper M.2-Karte von Asus und ja, das Setup dann auch in den Lux-Kompensator einsetzen. Und dazu haben wir hier noch unser QNAP NAS mit den Seagate Iron Wolf Pro Harddisks. Da wollte ich euch immer noch zeigen, wie wir sozusagen das an den Lux-Kompensator angeschlossen haben und das alles seht ihr in diesem Video. Ja, wir beginnen unser Video mal mit unserem NAS-Setup, was wir hier haben. Wir haben hier das QNAP TSH973AX. Das ist ein NAS mit einem AMD Ryzen Prozessor, also eine leistungsfähige CPU drin. Und ja, ist aktuell eines meiner Lieblings-NAS. Wir haben hier 5 Festplatten-Einschübe und ihr seht auch noch Einschübe für SATA SSDs, wenn man möchte. Oder man kann auch die oberen beiden Ports für ja, U.2 verwenden, also für NVMe SSDs. Und wenn man dann nicht die teuren aus dem ja, Handel kaufen will für Server, dann gibt es solche U.2 Cartridges, wo man klassische M.2 NVMe SSDs einbauen kann und die dann da reinschieben. Dann hat man sozusagen ein relativ günstiges, aber sehr, sehr schnelles SSD-Caching dabei. Ja, und ich hatte euch ja in dem vorherigen Video schon mitgeteilt, dass wir die Seagate Iron Wolf Pro verwenden wollen. Da haben wir 4 18 Terabyte Harddisks jetzt hier mal eingebaut. Und wir haben oft die Frage bekommen, ja, warum baut ihr die nicht intern ein? Ja, ihr seht erstmal, das Case ist natürlich ganz schön voll geworden. Wenn wir da auch noch 4 Festplatten reingesetzt hätten, ja, vielleicht hätten wir dann ganz drauf verzichtet und wären nur bei den SSDs gelandet. Insofern, sage ich mal, war das die Variante, um richtig viel Kapazität nochmal anzubinden. Und ihr könnt euch auch vorstellen, so ein Lux-Kompensator verbraucht eine Menge Strom. Selbst wenn er nichts tut, wenn er einfach nur so jetzt wie jetzt ein Bild anzeigt und ein bisschen hübsch aussieht, dann ist das nicht so ökologisch, sage ich mal, wenn man vielleicht von diesem PC irgendwas runterladen möchte, streamen möchte, seine Videodatenbank da drauf hat oder andere Sachen machen möchte, vielleicht übers Netzwerk drauf zugreifen oder so. Das ist natürlich nicht die optimale Variante und da hilft einem natürlich ein NAS, um seine Dateien überall im Haushalt auf dem Handy oder sowas abzulegen hier auf dem NAS. Und insofern würde ich fast sagen, die aktuell ja, sexyste Methode, Harddisks anzubinden, ist sicherlich nicht eingebaut, weil da sind die 18 Terabyte dann ausgeschaltet, wenn der Rechner aus ist, sondern in so einem NAS. Verbraucht natürlich auch Strom, aber natürlich von der Wattleistung, sage ich mal, deutlich attraktiver als so ein High-End-PC. Wir haben jetzt hier 18 Terabyte Festplatten drin und ich kann mal ein Stückchen zur Seite gehen und euch das zeigen. Ich habe das NAS jetzt hier einmal in einem großen Speicherpool und einem großen Datenvolumen angelegt und wir haben jetzt hier knapp 49 Terabyte Nutzkapazität. Das kommt daher, dass wir auch hingegangen sind und natürlich ein RAID 5 verwendet haben und somit sind 3 Festplatten in der Kapazität nutzbar und die 4. sozusagen von der Kapazität her wird verwendet für die Parität. Ja, und natürlich muss das auch schnell angebunden werden. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe einfach über ein iSCSI-Interface, was ja auch unterstützt wird, habe ich das im Endeffekt an den PC drangehängt. Und zwar nicht irgendwie, sondern über einen QNAP-Switch, einen ja, 10-Gigabit-Switch. Der hat hier 2 10-Gigabit-Schnittstellen und dann noch eine Menge 2,5-Gigabit-Schnittstellen, die man sozusagen für alles andere verwenden kann. Und ihr könntet hier zum Beispiel dann eure Sachen aus dem Haushalt auch noch mit dranhängen, eure Fritzbox und so weiter. Und dann habt ihr intern quasi vom NAS zum PC die 10 Gigabit Anbindung, die natürlich super schnell ist. Und der Rest greift, sage ich mal, je nachdem, wo es dann halt hingeht, mit einer akzeptablen Performance drauf zu. 2,5 Gigabit wird ja auch schon von vielen Sachen unterstützt. Und insofern ist das sicherlich ein sehr schöner Switch, den man dafür verwenden kann. Das ist der QSW 21042T. Gibt es auch noch in größeren Ausstattungen mit 4 Ports für 10 Gigabit und so weiter und so fort. Aber für unsere Zwecke jetzt hier reicht der vollkommen aus und mehr als 10 Gigabit auf mehreren Geräten gibt es ja Gott sei Dank auch noch nicht. Das wird nämlich alles dann etwas teuer. Ja, und das kriegt man dann für eine Performance raus,
Wenn man jetzt vom PC auf dieses NAS zugreift, ich habe hier mal die Peak Performance bei Crystal Diskmark gemessen, so als wäre es sozusagen ein Laufwerk, was eingebaut ist als Laufwerk D. Da habe ich über iSCSI dann das Ganze eingehängt, diese 49 Terabyte. Und wir kommen dann auf knapp 1150 Megabyte pro Sekunde beim Lesen. Beim Schreiben ist es etwas weniger. Ich habe noch keinen Cache hier aktiviert. Und insofern sind die Festplatten hier natürlich über das Netzwerk etwas langsamer unterwegs mit 562 Megabyte pro Sekunde. Aber das ist natürlich hervorragend für ein RAID 5 auch im Schreiben. Und das Ganze über Kabel angebunden. Der Rechner kann jetzt aus, wenn ich irgendwas da drauf schreibe, vom Wi-Fi aus vielleicht über die Fritzbox kann ich darauf zugreifen. Und wenn ich die Performance wirklich am Rechner brauche, weil ich da, was weiß ich, Spiele drauf ablege oder irgendwas, was ich schnell wieder auf dem Rechner haben möchte, dann hilft mir dieses 10 Gigabit Kabel hier natürlich, um das schnell zu machen. Das war unsere Idee dahinter. Gab es ja auch im Forum ein paar Fragen, warum bindet ihr das extern an? Ich denke mal, so ist es verständlich. Das ist natürlich eine Luxusvariante. Ne? Also das muss man sagen. 50 Terabyte, es gibt auch 20 Terabyte Festplatten ja jetzt schon von der Iron Wolf. Das wird man wahrscheinlich im Haushalt nicht so richtig vollkriegen, nehme ich mal an. Aber gut, es ist ja ein Luxuskompensator. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das NAS haben wir jetzt ja schon extern, aber wir wollen natürlich auch was intern haben. Und da hatte ich schon die M.2-Karte hier von Asus bestückt mit ein paar SSDs, die ich euch allerdings noch nicht zeigen konnte. Und jetzt gibt es endlich die KC3000. Wir hatten sie auch schon im Test. Das ist im Endeffekt jetzt hier die 2-Terabyte-Variante. Es gibt sie auch in 4-Terabyte. Und wenn man das ein bisschen kleiner haben wollt, 512 Gigabyte und 1 Terabyte. Und wir haben jetzt die 2 Terabyte Variante hier. Die besitzt wie alle anderen die gleichen Controller und auch den gleichen NAND-Flash. Wir haben den Phison E18 hier drauf und als NAND-Flash den Micron TLC 167 Layer NAND-Flash. Also wirklich aktuell das, was so modern ist am Markt, hier drauf mit einer entsprechenden Kingston-Firmware, wie man sie kennt. Und die KC2000 war ja schon eine der Lieblings-SSDs in unserem Forum. Und die KC3000 wird das sicherlich auch, denn in unserem Test ist die eine der schnellsten gewesen, tatsächlich, die wir am Markt im Moment haben. Hier stehen ja auch diese 7000 Megabyte pro Sekunde drauf. Es ist ein NVMe-Interface. Natürlich dabei PCI Express 4.0. Also alles, was so an Standards im Moment am Markt verfügbar ist, was man sagen kann, das muss eine SSD haben. Das kann die KC3000 auch. Und wenn ihr die am Markt findet zu einem guten Preis, dann würde ich sagen, könnt ihr da auch ohne Bedenken zuschlagen. Mit gewohnter Kingston-Qualität natürlich 5 Jahre Garantie. MTBF sind 1,8 Millionen Stunden, die da sozusagen das System drauf rumschreiben kann. Und wir haben hier eine Total Terabytes Written von der hier von 1,6 Petabyte. Das muss man erstmal schaffen. Das kriegt ihr vielleicht in Serverumgebungen dann tatsächlich irgendwann mal hin über diese 5 Jahre Garantie. Aber im privaten Bereich werdet ihr da nie dran kommen. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass die Qualität der SSD auf jeden Fall für die Lebenszeit des PCs überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja, einziger Kritikpunkt, den wir an den hatten, das war wirklich der einzige, ist, dass dieses kleine Kühlpädchen, was hier natürlich oben drauf ist, eine relativ geringe Kühlleistung hat. Das heißt, sie wird heiß. Und wenn man dann dauerhaft beschreibt mit Benchmarks, die man ja eigentlich normalerweise im PC auch nicht verwendet, dann ist es so, dann kann man an einen Punkt kommen, wo sie throttelt. Und sobald ihr sozusagen Mainboard habt, wo ein Kühler drauf ist, wo ihr den noch oben drauf flanscht, ist das Problem sowieso gelöst. Und das ist natürlich auch hier bei den Hyper M.2 Karten so. Ich werde es gleich mal zusammenbauen. Das heißt, es ist gar kein Problem. Schaut vielleicht, dass ihr, wenn ihr ein MSI-Board habt, ein Asus-Board und so weiter, dass ihr dann die SSD nicht nackig im Gehäuse habt, sondern dass ihr mit dem Thermalpad und entsprechendem Kühler vom Mainboard-Hersteller das Ganze noch ein bisschen optimiert. Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal an den Zusammenbau von den SSDs in diese Hyper M.2-Karte und dann zeige ich euch noch ein bisschen, was die so an Performance kann. We'll be right back.
gesehen, es ist kein Hexenwerk, das zusammenzubauen. Man muss im Endeffekt nur die vier SSDs einschrauben in die HyperM.2-Karte. Und darf natürlich auch die Wärmeleitpads nicht vergessen, aber die sitzen natürlich an der richtigen Stelle, wenn man das wie so ein Sandwich zusammenklebt. Und ja, ein paar Schrauben sind einzudrehen. Und dann baut man das einfach in den PCI-Express-Slot ein. Wir haben jetzt das einfach mal eine Etage drüber gesetzt. Da ist auch ein PCI-Express 4.0 by 16. Und insofern sind die KC3000 jetzt auch perfekt angebunden. Jede mit ihrer eigenen Slot sozusagen von 4 PCI-Express 4.0 Lanes. Man muss im BIOS dann einmal reingehen und muss sagen sozusagen, okay, dieser Slot wird jetzt fürs PCI-Express RAID-System verwendet. Das ist einmal die Pflicht sozusagen. Man muss dem BIOS auch einmal sagen, ich will jetzt ein RAID machen aus den NVMe-SSDs. Wenn man dann wieder neu startet und wieder ins BIOS geht, ist nämlich die RAID-Software sozusagen geladen und man kann dann Arrays bauen aus den SSDs. Wir haben jetzt einfach mal auf der alten Karte das Betriebssystem gelassen und auf der neuen ein frisches RAID aufgesetzt ist. Man kann also beliebig viele HyperM.2-Karten hier einbauen. Man muss es dem BIOS dann nur sagen, dass da im Endeffekt ein RAID rausgemacht wird. Und wenn man dann das nächste Mal startet, sieht man einen neuen Datenträger. Hier bei uns jetzt mit 7628 GB, also fast 8 Terabyte SSD-Kapazität. Das ist dann sozusagen das, was man sieht. 8 Terabyte in einem RAID 0. Insofern nichts für kritische Daten, die ihr vielleicht nicht verlieren wollt. Die kommen dann besser aufs NAS. Aber für alles, was schnell ist, ist das natürlich super. Und das zeigt auch unser Benchmark. Nicht so sehr das Lesen. Das Lesen ist mit 18 Terabyte pro Sekunde natürlich, 18 Gigabyte, sorry, natürlich auch schon ganz schön heftig. Aber das Write-Ergebnis, das hat mich besonders erfreut. Das sind 25,3 Gigabyte pro Sekunde, die wir da über den Bus schaufeln. Und wenn man sich überlegt, ihr habt ja vorhin auf der Verpackung gesehen, über 7000 Megabyte pro Sekunde können die SSDs einzeln. Das heißt, wir haben jetzt 4 zusammengeschlossen. Und das ist das perfekte Ergebnis. Also sozusagen Spezifikation mal 4 in einem RAID 0, ohne dass wir da irgendwie großen Overhead haben an Verlust. Und insofern ist das ein tolles Ergebnis, was wir hier rausgekriegt haben beim Schreiben. Beim Lesen ist es immer so, dass ein bisschen weniger ist. Vielleicht liegt das auch am Crystal Disk Mark oder an der Tatsache, dass wir es hier hintergehängt haben, hinter ein bestehendes System. Aber natürlich ein tolles Ergebnis, was man leider nicht machen kann. Ihr werdet sicherlich ahnen, was man so vorhatte. Vielleicht die Controller miteinander noch pairen. Das geht jetzt nicht. Das ist leider nicht machbar, aber vielleicht gibt es da Tricks, um sozusagen dann die Sachen noch per Software irgendwie aufzusplitten. Haben wir jetzt nicht gemacht, ist auch natürlich eine Spielerei, die da extra nach oben drauf kommen würde. Ja, insofern das letzte Video vom Lux-Kompensator. Wir haben jetzt ein wirklich schnelles NAS hier mit 10 Gigabit angebunden mit den Seagate Iron Wolf Pro Harddisks und ein wirklich pfeilschnelles SSD-Subsystem mit der Asus HyperM.2-Karte und den Kingston KC3000, 8 Terabyte insgesamt. Schickes System geworden, sicherlich. Es sieht toll aus. Und ja, wir werden uns jetzt natürlich an die Planung machen für dieses Jahr, für den Lux-Kompensator 22. Das wird sich sicherlich etwas ins Land ziehen, denn es gibt ja einige Gerüchte über Neuvorstellungen in diesem Jahr schon. Die wollen wir dann natürlich drin haben, das ist klar. Und ich habe ja auch beim letzten Mal schon gesagt, es wird dieses Mal ein Gaming-System und nicht so Workstation-basierend mit Threadripper, sondern wir wollen mal eine relativ normale CPU verwenden und dann auch da natürlich ordentlich Hardware reinklatschen. Ja, danke fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht, wieder dieses System zusammenzubauen. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal aushacken.